So, liebe Zuschauer, wir wollen keine Zeit verlieren. Wie gesagt, wir haben ja nur 2,5 Stunden, ne? Und wieder so viele Spiele vorbereitet, da müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich habe hier ein Lösungskärtchen und ich habe das heute von meiner lieben Redakteurin in die Maske getragen bekommen. Und da hat sie gesagt, guck mal drauf. Und da habe ich drauf geguckt und sage ich, so viele Einfache heute dabei. Da würde mich ja jetzt echt mal interessieren, was seine Redakteurin daraufhin zu ihm gesagt hat. Sie merken sich an dieser Stelle bitte nur seine Antwort und die entsprechende Visage, die er uns dazu präsentiert. Aber vielleicht schauen wir auch erstmal, was er denn überhaupt mit uns spielen möchte. Vorsicht! Ach, so, liebe Zuschauer, wir werden heute spielen, das erste Spiel, männliche Vornamen mit genau einem L. Und heute sind wirklich, also liebe Zuschauer, bei solchen Spielen, jetzt mal Spaß beiseite, bei solchen Spielen wie heute, ja, speziell jetzt bei diesem Spiel, sind wirklich viele Einfache dabei. Ein paar Namen, die ein bisschen schwieriger sind, auch vielleicht der ein oder andere Name, den Sie noch nie gehört haben. Deswegen gebe ich Ihnen einen guten Rat, fangen Sie erst mal mit den gewöhnlichen Namen an. Genau. Und seien Sie nicht überrascht, wenn Ihr einfacher Name dabei ist. Denn bei so vielen einfachen Namen, wie der Jürgen heute dabei hat, muss Ihre Lösung ja schon fast richtig sein. Und wer weiß, vielleicht sind die Namen ja so einfach, dass wir nicht, wie bei Max, erst 40 Minuten oder noch länger auf die erste richtige Antwort warten müssen. Liebe Zuschauer, und ich kann mich noch an einen... Ja, wer ist da? Karl. Da ist der Karl? Ja. Ihr Name ist Karl oder ist das Ihre Antwort? Die Rosi sagt Karl. Ach so, ich hab... Die Rosi sagt Karl und ich sage der Rosi, Sie haben recht. Was? Ja, der Karl ist dabei, Rosi. Endlich einmal. Ja, jetzt brauchen wir Geld. Sie waren jetzt natürlich sehr schnell, gar nicht so... Sie waren zu schnell quasi. Es sind reingefallen in diese Geldbahne. 50, 60, 70, 80, 90. Rosi, ich gebe Ihnen 100 Euro, ja? Danke. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bitte kurz dranbleiben. Danke. So soll es sein. Erste Anruferin, direkt die erste richtige Lösung. Und genau so machen Sie weiter. Bleiben Sie erstmal bei dem Schwierigkeitsgrad. Karl, 3, 2, 1, weiter geht's. Ey, gleich die erste Anruferin kann richtig lösen. Wenn es so weitergeht, sind wir mit dem Spiel in 15 Minuten fertig. Ich hoffe, die Redakteurin hat sich darauf vorbereitet und das nächste Spiel bereits in den Startlöchern. Wir lassen uns mal überraschen. Was fällt Ihnen denn noch zu unserem Spiel ein? Männliche Vornamen mit genau einem L. Und heute wirklich mehrere ganz einfache, finde ich. Ihre Antwort bitte. Flori. Jawohl! Ja, Wahnsinn. Das dauert jetzt eine Stunde, bis mal einer Flori sagt. Du hast gewonnen. Und zwar ja, klasse, 2.100 Euro. Dankeschön fürs Mitspielen. Danke. Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, das Geld hat er in ein paar Tagen auf dem Konto. Und genau so machen wir weiter. Und ich habe 50 Euro gewonnen von meiner Redakteurin. Denn ich habe gesagt, ich glaube, dass Flori als nächstes kommt. So. Liebe Zuschauer, weiter geht's. Genau bei diesem Schwierigkeitsgrad bleiben Sie. Wir haben die Uhr gestoppt. In 3, 2, 1, jetzt! Los geht's! Ja, wie das eben manchmal so ist, trotz vieler einfacher Lösungen kann über eine Stunde lang nichts weiter gelöst werden. Und wir haben ja durchaus gute Namen gehört. Von Alfred bis Zeppelin war ja fast alles dabei. Und Florian war eben diesmal leider schon zu kompliziert. Aber wir haben ja noch 9 Lösungen, die jederzeit kommen können. Clemens ist auch gut. Der Schwierigkeitsgrad ist sensationell. Bleiben Sie bei diesem Schwierigkeitsgrad. Da haben wir nämlich auch noch was dabei. Gut, da sind auch schwierigere Namen dabei. Aber wir haben auch noch was. Schwierigkeitsgrad, Clemens, Emil. So, Ihre Antwort bitte. Alfred. Ist leider nicht dabei. Den haben wir, glaube ich, schon auch mal gehört. Nicht? Ja, Ihre Antwort bitte. Helmer. Helmer, sehr gut. Der wird dann schon, finde ich, eher zu den Mittelschweren gehören. Helmer. Da war es wieder das unterschiedliche Empfinden von einfachen, mittelschweren, schwierigen und unlösbaren Vornamen. Aber vielleicht gibt uns der Jürgen ja noch einen Tipp. Der wird doch bestimmt nicht wollen, dass er am Ende wie der Max die ganzen einfachen Vornamen alle selber auflösen muss.
Und wir geben, Sie brauchen nicht warten. Ich werde Ihnen auf die 2 keinen Tipp geben. Dann gebe ich eher auf die 7 einen Tipp, aber nicht auf die 2. Wenn Sie jetzt gleich sehen, wenn das keiner löst jetzt, ja, ein paar Sekunden, ein paar Minütchen haben wir noch, aber das sind wirklich die letzten Minuten. Und wenn hier keiner löst, Sie lachen sich tot. Ihre Antwort bitte? Naja, irgendwann gehen einem die einfachen Namen aus und dann schießt man sich halt auf die schwierigen Lösungen ein. Aber jetzt schauen wir erstmal, welche Vornamen denn da noch gesucht waren und zählen dann einfach mal die vielen einfachen durch. Ich schätze mal, dass Jürgen auf dieselbe Anzahl kommt wie ich, nur dass ich das Adjektiv viele anders definiere als er. Ihre Antwort bitte? Ja, Slobodan. Nee, ist leider nicht dabei. So, jetzt zeige ich Ihnen, was auf der 2 steht. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Der Alfredo und keiner nennt ihn. Dann war da drunter. Was? Da drunter? Sabolsk. Bitte Geuse. Valtteri. Karl ist genannt worden. Zylindo. Flori. Udalrich. Volodymeri. Sulpitz. Und Solideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Schlafen Sie gut. Wenn Ihnen die vielen einfachen Vornamen jetzt entgangen sein sollten, spulen Sie einfach nochmal zurück. Jürgen liest sie Ihnen dann alle nochmal vor. War man mit Florian schon zu kompliziert, so hat man es sich mit Alfred dann doch etwas zu einfach gemacht. Aber hey, was soll's, morgen ist auch noch ein Tag, da können Sie dann auch wieder alles falsch machen. Ich für meinen Teil muss jetzt erstmal die total hässliche Gabi trösten, weil der Alte sich gestern Nacht von ihr getrennt hat.